Auf keinen Fall werde ich ohne ein Item in die neue, vermutlich schwerere Welt starten. Und damit, hey, hey, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Beim letzten Mal, schaut euch die letzte Folge an, sonst macht die heutige keinen Sinn, haben wir den einzig wahren Endboss besiegt. Und nein, es war nicht König DDD, wobei unter anderem auch. Und jetzt geht es zu den isolierten Inseln, auch Per-Guess-Welt. Nicht Vergess, so wie vergessen, sondern Per und dann einzeln Guess. Ihr seht es, steht da. Per-Guess-Träume. Genau. In der irgendwie nochmal die ganzen Welten zusammengefasst sind. Was war das? Ja, ja. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Welt. Okay, es gibt 50 Sonnensplitter zu sammeln. Keine Ahnung. Ich habe noch keinen passenden Namen dafür. Das ist nicht... Das ganz normale erste Level. Nur, dass es schwerer ist wahrscheinlich. Das könnte ich mir vorstellen. Wir schauen uns trotzdem mal gut um. Da vorne ist so ein Sonnenfragment. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Du hast ein Fragment von Leos Seele gefunden. Moment mal. Das ist doch ein Teil von Leopolds Seele. Haha, jetzt wird so einiges klar. Falls es dir gelingt, noch mehr dieser Fragmente zu finden, kannst du ihn vielleicht retten. Sammle weitere Fragmente von Leos Seele, während du die isolierten Inseln im Reich der Fergus-Träume erkundest. Heißt es gibt insgesamt 50 oder jetzt nur in dem Level? Da oben, wenn man da drauf stand, gab es hier unten ein Secret. Ja, nächstes Teil. Ich hoffe, es sind insgesamt 50, weil ich könnte mir im ersten Level nicht vorstellen, 50 solche Dinger zu finden. Nein! Ja, und es fängt wieder an mit diesem, wenn du was verlierst. Jo, wie viel Damage haben die gemacht? Nö! Die machen extrem viel Damage. Gut zu wissen. Wir sind ja im einfachen Modus. Dementsprechend sollte es eigentlich nicht zu schwer werden. Wir brauchen einen Hammer. Wie gesagt, ich mache die 100% nicht, nur wenn es wirklich, wirklich notwendig ist. Aber da sich uns jetzt hier gerade ein Hammer Deutsch. Da wir hier gerade einen Hammer haben, finde ich es okay. Ja. Wieder eine Seele. Ich hoffe, wir brauchen nicht alle fürs letzte Level, weil dann könnt ihr damit rechnen, genauso wie bei Mario & Rabbids, dass erst in 20 Jahren weitergeht. Nee, bei Mario & Rabbids brauchte man nicht alles. Irgendein Spiel? Ah, ja, genau, genau. Mario 3D World. Bei Mario 3D World mit den ganzen Starcoins, da mussten wir auch eine Weile drauf warten. Das Video kam ja jetzt zum Glück. Aber eigentlich, ursprünglich, ja. Wir haben es ja mit allen Starcoins gemacht, deswegen hat es auch eine Weile gedauert, bis ich halt alle zusammen hatte. Ich find's cool, dass es hier, wieso ist der nicht... Man konnte den einsaugen. Ja, hä? Also so Hitbox-mäßig ist das Spiel noch ein bisschen weird. Hau doch! Der brauchst du ewig zum Hauen. Okay, hier gibt's versteckte, Splitterfragmente. Ich sammle die mal alle ein. Geld natürlich auch. Man kann sich einen Song oder halt ein Lied kaufen für 1000 Coins im Waddle Dee Dorf. Die Nuss ist pretty sus. Yo, nicht nur pretty sus, sie beinhaltet auch ein Splitter. Okay, kann vorkommen.
Könnte natürlich auch hier drin sein, gell? Ich sehe es doch. Hier hinten. Gibt bestimmt wieder Leos Seele, ein Teil von Leos Seele dafür, habe ich gehört. 3 sogar, okay. Aber jetzt mache ich mir doch Sorgen, dass es in jedem Level 50 geben könnte. Die Mütze sieht ein bisschen komisch aus, denkt ihr euch? Ja, ich weiß. Die ist durchgebogen und es ist eine neue. Ich komme nochmal in irgendeinem anderen Video drauf zu sprechen. Die ist jetzt gestickt. Also nicht mehr so gedruckt wie vorher. Auch wenn ich das schon ganz schön fand. Die ist jetzt wirklich mit Nadel und Faden ist das Logo reingearbeitet. Und die ist halt hier halt eben ein bisschen gebogen. Mal gucken. Jetzt habe ich noch keine Beschwerden. Das ist seltsam. Du hast einen Teil von Leos Seele. Okay. Weird. Und... Hoch, 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 hoch. Okay, wieso kriegen wir so viele Sachen zur Auswahl? Ich bleib hierbei. Wollen wir wetten, der ist stärker? Oh. Wieso explodiert das? Bin mir sicher, ja, die sind alle viel zu stark, ey. Überfliegen. Klickspam. Komm, komm, komm. Ich nehme noch die 3 Seelen mit, weil denn auch noch... Oh, die kriege ich noch nicht. Ich schieß da drauf, dass sie weggehen. Was passiert? Gar nichts. Okay, hallo? Wieso dreht Kirby sich manchmal um? Natürlich trifft er mich, war ja klar. Manchmal dreht sich Kirby einfach um, ich weiß auch nicht warum. Nein! Weg da, weg da! Es tut mir leid, dass ich gerade so wenig rede. Hallo! Aber das ist mega stressig. Die Bosse werden schwerer. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht. Hä? Das ist zum Beispiel neu. Beim letzten Mal sind wir ganz normal in das, mit dem Auto weitergekommen. Jetzt werden wir... Wir spielen jetzt die komplette erste Welt in zusammengefasster Form in ein Level durch. I see. Das heißt, ich könnte mir doch 50 dieser Dinger vorstellen. Also wir spielen jetzt jeweils... Warum brauchst du so lange zum Hauen, Mann? Kirby! Wir spielen jetzt die komplette erste Welt zusammengefasst durch. Er ist down. Warte, so. Ey, ich hau ihn mit voller Kanne und was passiert? Gar nichts. Es gibt auch keine Roddle-Dees, was mich ein bisschen wundert, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist soweit okay. Wir sollten zum jetzigen Zeitpunkt alle haben. Ich weiß, dass ich nicht alle habe. Ich werde sie auch nicht alle holen, wahrscheinlich. Nicht, weil ich keine Lust dazu habe, einfach weil es ist unnötig. Ganz ehrlich, es ist unnötig, die alle jetzt noch zu holen. Wir machen das in einem Stream extra und dann ist okay. Dann mache ich dafür kein extra Video. Dann kommt einfach noch ein Stream in die Playlist.
Ist doch auch okay, oder? Seid ihr damit einverstanden? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, es wurde sich schon gewünscht, einmal, dass ich das in einem Stream mache. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, dass ich es im Stream mache. Und einer hat dann gemeint, yo, ist eine mega coole Idee. Ist besser als normal. Ja, ich muss es im Sprung machen. Hallo? Weird. Auf jeden Fall 100% dann im Stream. Sieht aus, als hättest du an diesem Ort bereits alle Fragmente. Das hat er vorher aber nicht gesagt. Meine Prediction ist, dass wir mindestens ein paar verpassen werden. Das sind wahrscheinlich so Dinge, die ich offcam nachholen werde, weil 50 solche Dinger sammeln. Ganz ehrlich, mir fehlen nachher 10 davon. Da mache ich mir nicht die Mühe und schnallt euch das. Tut mir leid. Ja, jetzt kommt das Level. Ich erinnere mich daran. Also, Bomben. Lassen mich mein Item verlieren. Ja. Ich verstehe, was der Autor mir sagen möchte. Natürlich! Also, ich soll diesem Schleim ausweichen, ich soll den komischen Dinger mit ihren Bomben ausweichen. Kein Problem, Mann. Ist voll okay, bin ich cool mit. Ich versuche entspannt zu bleiben. Ey, wenn dieses blöde Ding jetzt noch einmal... Also, ihr müsst Damage nehmen, damit ihr hier Sachen freischaltet. Finde ich, ist ein gutes Prinzip. Ist in Mario Maker, sind das auch meine Lieblingslevel, wo man dazu gezwungen wird, Damage zu nehmen. Ist immer ganz nice, muss ich sagen. Ja, okay, dann halt nicht, dann halt nicht. Ja. Keine Frage, das macht Spaß. Ja, ich wäre cool mit einer Heilung. Nee, dann halt nicht. Ist auch okay. Oh, okay, ich bin doch cool. Sehr schön. Wisst mich, das war mir klar. Ich sollte Bombenfähigkeit bekommen, ja. Natürlich müssen die alle in Zeit getroffen werden. Ey. Ist okay, ich laufe weiter, ist mir egal. Ist egal, ist egal, ist nicht wichtig. Versteckt sich wahrscheinlich so ein Seelenteil dahinter, ist mir egal. Ich spiele das Spiel, weil ich Spaß haben will. Alles gut. Ich spiele das nicht mehr für die 100%, wie ich schon gesagt habe. Ja, auf Zeit, klar. Solche Sachen finde ich halt auch einfach teilweise unfair. Weil wie soll ich denn mit der Bombe diese ganzen Dinge aktivieren? Da waren noch Kisten, da unten ist noch so ein Ding zum Einsammeln. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr so doof seid und die 100% macht.
Seid ihr aber auch echt selber schuld, muss ich sagen. Ja, Feuer nehme ich sowieso am liebsten. Was hat das jetzt gebracht? Ich will gar nicht nachgucken. Ja, es ist wieder so was Blödes, Unnötiges. Wetten, wir brauchen hier wieder diese Eisfähigkeit. So, dann treffe ich dich halt nicht. Dann darfst du leben, ey, sei froh. Da. Natürlich, es ist 1000-mal schneller jetzt, klar. Den sehe ich. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber es gibt halt auch nicht viel zu kommentieren. Außer, dass ich die ganze Zeit getroffen werde und mein Item verliere. Also bei Boomerang verliert ihr euer Item. Nicht von Boomerängen getroffen werden. Bei den Autos verliert ihr nicht euer Item. Hallo! Ey. Ich finde es immer toll, wenn irgendwelche Sachen einfach in übertriebener Form nochmal vorkommen. Also sowas wie zum Beispiel Fließbänder, die einfach 10-mal schneller sind als vorher. Ich reg mich wieder zu sehr über das Spiel auf, ja? Was heißt denn zu sehr? Ich habe schon in meinem Fazit gesagt, dass ich es echt schwach vom Spiel finde. Mach mir doch nicht die Mühe, hier rüber zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich mir die Mühe ganz ehrlich machen soll oder nicht. Ja, wo geht's denn lang? Immerhin, das hat sich mal gelohnt, glaube ich. Ob es sich gelohnt hat, kann ich halt auch nie sagen. Ich weiß nicht, ob wir diese komischen Dinger jetzt brauchen. Da gerne rein, dankeschön. Okay, ich dachte schon, nein, ich will das Ding noch. Ich dachte schon, ich müsste jetzt bis nach da hinten laufen. Da einen Sprung in die Mitte. Und zack. Da hinten wird irgendwas total Unnötiges drin sein. Wollen wir wetten? Okay. Das auch vom Timing her, das finde ich zum Beispiel cool. So, da muss man warten, bis das wieder zurückkommt, finde ich ganz nice, muss ich sagen. Hä? Die gibt es jetzt auch hier in den Leveln? Boah, ich muss nicht diese dummen Challenges machen, die 20 Minuten brauchen. Habe ich ja, ich glaube, auch im Endboss-Video gesagt, dass ich 20 Minuten diese Dinger probiert habe und keins hingekriegt habe. Und das ist schon irgendwie traurig, dass die vom Schwierigkeitsgrad her einfach so... Dann halt nicht. Aber dann bin ich wenigstens hier oben. Dass die vom Schwierigkeitsgrad her so sehr zunehmen, dass man einfach kein Spaß mehr daran hat. Oder dass es eigentlich gar nicht mal mehr möglich ist. Wir sind jetzt 20 Minuten. In 10 Minuten sollte das möglichst fertig sein. Warum nicht? Ach, noch ein Bossfight. Natürlich. Habe ich kein Problem mit. Tachchen. Illusion, Bizeps, Bestie, Gorillas, Phantom. Ja. Ey, ich hasse ihn so sehr. Thank you.
Rückspringen. Drück immer noch springen. Aber hey, ich bin cool damit. Ach, die Schockwelle ist einfach höher als der Boden. Das macht ja auch Sinn. Wenn der Boden vibriert, vibriert die Luft oben drüber ja auch. Okay, wenn er da jetzt die ganze Zeit dasselbe Angriffsmuster macht, ist das so langweilig. Ja, natürlich! Jetzt macht er seine Drehung. Wäre ganz cool damit, wenn ich mein Item wieder hätte. Dankeschön. Bin nicht dazu verpflichtet, dieses Spiel durchzuspielen. Ich mach das aus freien Stücken. Ich bin ganz oben. Ich kann nicht höher als... Aber wenn Kirby nicht höher fliegen kann, dann was kann ich denn dann dafür? Heißt es, wir kämpfen gegen jeden Boss nochmal in seiner stärkeren Form? Bist tot! Es könnte vielleicht passieren, dass ich dieses Spiel nicht durchspiele. Das sind 5 Stück. Wie viel fehlen mir denn? Fünf Stück. Ist vertretbar. Ich habe keine Ahnung, wie du heißt, eine schlafende Bestie. Guck, ob da hinten was davon steht oder so. Vielleicht beim Boss. Brauchst mir das so und so viel komische Seelen von mir. Naja, steht gar nichts. Mann, ich hasse es so sehr. Es ist so schade. Ich finde es. Ich bin nicht sauer, ich finde es einfach schade. Naja, ist ja auch egal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, mir überhaupt nicht nebenbei, dann lasst gerne eine positive Wertung da und wir sehen uns morgen zu irgendeinem anderen Video. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.